Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bekenne, dass es mir schwerfällt, hier zur Tagesordnung des Bundeshaushaltes zurückzukehren. Und ich weiß, dass es mir nicht allein so geht. Aber ich werde es natürlich machen. Gestern hat die Bundesregierung einen unübersichtlichen Einstieg in einen neuen Kriegseinsatz verkündet. Und ich fühle mich bei aller Neuartigkeit der Situation an Afghanistan erinnert. Beistand und Solidarität gegenüber der Grand Nation dürfen aus meiner Sicht keinen Automatismus zur kollektiven Vergeltung auslösen. Und ich bleibe dabei, Krieg ist auch heute die falsche Antwort auf den Terror. Nun reden wir heute Morgen über Mobilität und die dafür notwendige Infrastruktur zu Wasser, zu Lande und in der Luft und nunmehr auch im Netz. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dieser Etat ist außerordentlich beratungsintensiv. Die Bundesregierung hat schnelles Internet versprochen und sich hohe Ziele im Breitbandausbau gesetzt. Kanzlerin Merkel hat am Mittwoch dazu einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Sie hat gesagt, ich bin mir sicher, dass Alexander Dobrindt das schafft. So, meine Damen und Herren, klingt Pfeifen im Walde. Gewissheit und Klarheit klingen anders. Solch einen Satz muss die Kanzlerin doch wohl nur deshalb sagen, weil es gerade nicht klappt beim Breitbandausbau. Das ist doch die Wahrheit, mit der wir es zu tun haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Minister Dobrindt nachher wieder mit seinem Lieblingsbegriff behelligt vom Investitionshochlauf. Ein Hochlauf, Herr Minister, kann ich in Ihrem Ministerium nur bei der Sprechblasenmaschine erkennen. Und nun haben Sie noch eine Drohung ausgesprochen. Bei der Versorgung mit Internetzugang wollen Sie, Herr Minister, einen marktförmigen Ausbau. Beim öffentlichen Personennahverkehr, also bei Bahn und Bus, erleben die Menschen seit vielen Jahren, was das bedeutet, wenn Daseinsvorsorge marktförmig gemacht wird. Nein, danke, können wir dazu nur sagen. Und nun bewirbt sich bekanntlich die Telekom um eine Art Monopolvertrag beim Breitbandausbau. Die Entscheidung darüber fällt nicht im Verkehrsministerium, sondern im Wirtschaftsministerium, das ist uns klar. Aber Sie, Herr Minister, Sie werden die kreativen kleinen und mittelständischen Unternehmen an Ihrer Seite brauchen, um Ihre Ziele zu erfüllen. Und setzen Sie sich deshalb für deren Interessen ein und nicht für die weitere Subventionierung staatsnaher Monopolisten. Und Sie wollen die öffentlich-privaten Partnerschaften in eine neue Generation überführen. Das ist eine wahre Bankrotterklärung staatlicher Infrastrukturpolitik. Öffentlich-private Partnerschaften heißt, dass staatliche Investitionen für meistens 30 Jahre in die Hände großer privater Investoren gelegt werden und deren Rendite zu bedienen sind. Und Sie haben keinen einzigen Beweis für die Sinnhaftigkeit solcher Vorhaben. Schauen Sie sich doch den Potsdamer Landtag an, wo seinerzeit SPD und CDU meinten, dass hier was Gutes geschehen könnte. Nachzahlungen ohne Ende und ein Schiedsgerichtsverfahren sind die Folge. Und nun nehmen Sie doch dann wenigstens die Bundesvereinigung der Bauwirtschaft zur Kenntnis, die Ihnen sagt, öffentlich-private Partnerschaften sind etwas für Banken und große Konzerne und etwas, was sich gegen den Mittelstand richtet. Das kann doch nicht der Weg sein, den wir vernünftig in diesem Land gehen, meine Damen und Herren. Die Koalition wird heute viel Geld in schlechte Hände geben. Als haushaltspolitischer Sprecher meiner Fraktion habe ich schon mit fast allen Ministerien gearbeitet und so ziemlich alle Etats eingesehen. Ich kann mir deshalb einen ziemlich umfassenden Vergleich erlauben. Das Verkehrsministerium ist das schlecht geführteste Ministerium in dieser Regierung. Das ist keine Schelte an die vielen Mitarbeiter, sondern mein Urteil über die Chefetage. Fast in jeder Beratungswoche behandeln wir Verkehrsvorhaben dieses Etats, besonders die Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und das Informationsverhalten des Ministeriums
gegenüber dem Parlament ist schlichtweg unterirdisch. Und davon ist nicht nur die Opposition betroffen, sondern auch die Koalition. Und das muss doch eigentlich auch die Bundesregierung merken und dann handeln. Unsere Bewertung der Arbeit des Ministers lautet, er schafft das nicht. Und falls eines Tages doch, dann jedenfalls nicht länger gegen das Parlament, sondern allenfalls mit dem Parlament. Ein guter Morgen, Herr Dobrindt, fängt mit Aufwachen an. Das Wort erhält nun der Kollege Norbert Brackmann für die CDU-CSU-Fraktion. Guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten heute den Etat für Infrastruktur in Deutschland für 2016 und die Folgejahre. Und da muss man eingangs erst einmal feststellen, dass dieser Etat ein Investitionsvolumen von über 13 Milliarden Euro umfasst, alleine bei den klassischen Verkehrswegen. Und das ist ein Aufwuchs gegenüber 2015 um 2,2 Milliarden Euro. Und damit ist klar, welche Akzente wir in das Stück Zukunftssicherung, das bedeutet nämlich Infrastruktur, setzen, trotz anderer großer Herausforderungen, der wir uns gegenüberstehen. Und das ist an sich schon ein Verdienst dieser Koalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war auch nur zu erreichen, indem wir in der Koalition, liebe Bettina Hagedorn, hervorragend zusammengearbeitet haben. Aber es ist eingangs schon gewesen, weil der Regierungsentwurf auch schon genau dieses Merkmal innehatte. Natürlich ein Verdienst des Bundesverkehrsministers, der im Kabinett sich durchgesetzt hat und allen klargemacht hat, dass ohne Infrastruktur Zukunftssicherung in Deutschland eben nicht möglich ist. Und deswegen setzen wir auch inhaltlich die Schwerpunkte richtig. Ich will drei Dinge alleine bei dem Bereich Verkehrsinfrastruktur Straße nennen. Das Erste, in diesem Haushalt wird deutlich, dass wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, über 3,3 Milliarden in den Erhalt der vorhandenen Straßen stecken und diese Geld sogar in den nächsten Jahren bis 2018 noch deutlich aufstocken werden. Das ist ein Zuwachs, wenn ich mal als Vergleichszahl die von 2011 nehme, um immerhin 3,9 Milliarden Euro. Und das heißt, wir machen hier Sanierung und Bestandssicherung. Das ist die erste Priorität. Aber wer an die Zukunft denkt, muss eben auch ein Stück weit sehen, wie er die vorhandene Infrastruktur leistungsfähiger macht und sie besser nutzt. Deswegen haben wir einen weiteren Schwerpunkt gesetzt im parlamentarischen Verfahren und haben gesagt, wir wollen auch das automatisierte Fahren fördern, weil das schlichtweg auch ermöglicht, dass zum Beispiel Fahrzeuge auf Autobahnen mit dramatisch geringeren Abständen fahren. Das ist kein Projekt, das von heute auf morgen zu realisieren ist, weil es erst funktioniert, wenn wir Echtzeitdatenübertragung haben. Aber die Grundlagen dafür, die werden heute geschaffen. Und deswegen haben wir in diesem Etat schon 41 Millionen Euro bereitgestellt, um genau die Leistungsfähigkeit unserer Bundesstraßen schlagartig nach vorne zu bringen. Und das Dritte ist natürlich auch der Neubau. Und auch für den Neubau haben wir unseren Etat drastisch erhöht. Brückensanierungsprogramm, Neubaustrecken. Aber wir merken eben auch, dass wir zunehmend in Probleme kommen. Der ein oder andere beklagt es ja auch, dass wir besonders stark in einzelnen Ländern im Süden Deutschlands investieren, in anderen weniger. Und wir stellen fest, es ist ja eine Bundesaufgabe, die Autobahnen und Bundesstraßen zu erhalten. Und wir als Bund, wir haben nach dem Grundgesetz die Aufgabe, gleichwertige Lebensbedingungen überall zu erhalten. Aber die Länder machen es nicht mit. Es liegt ja nicht an dem Bundesverkehrsminister, dass alleine im letzten Jahr über 400 Millionen Verfügungsmittel
mehr nach Bayern gegangen sind, als Bayern sie hätte beanspruchen können, und andere Länder entsprechend weniger genommen haben, weil sie einfach ihre Zuweisung nicht ausgeschöpft haben, sondern es liegt schlichtweg daran, dass einige Länder die Schwerpunkte anders setzen und einfach keine Planungskapazitäten, keine baureifen Projekte, keine Sanierung machen, wie das erforderlich ist. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, gleichwertige Lebensverhältnisse. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir da ein Stück übersteuern. Und das können wir am besten mit einer Infrastrukturgesellschaft, mindestens für die Autobahn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun mag man ja sagen, ja, die fehlende Planungskapazität, die gibt es auch an anderer Stelle. Ihr, das hören wir von den Ländern gerne bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, ihr habt die ja auch nicht. Aber wir werden im Deutlichen, und das ist eben der Unterschied, wir ziehen daraus auch die Konsequenzen. Und wir haben mit diesem Haushalt 2016 immerhin im mittleren zweistelligen Bereich Ingenieurskapazitäten zusätzlich geschaffen, weil wir sagen, wir müssen auch dort ein Stück schneller werden. Und wir haben auch gesehen, dass wir die Schwerpunkte so setzen, dass die deutsche Wirtschaft sich weiter positiv entwickeln kann. Wir sind eine exportorientierte Nation, und 80% unseres Handels wickeln wir halt über die Seestraßen ab. Das bedeutet, dass nach den Investitionen in den Nord-Ostsee-Kanal mit der fünften Schleuse, Osterweiterung und jetzt mit diesem Haushalt auch neu dem Trockendock in Brunsbüttel wir die Leistungsfähigkeit des Nord-Ostsee-Kanals erhöhen. Und wir haben noch reingenommen auch den Neubau der Schleuse Scharnebeck, damit auch der Hafen Hamburg auf dem Wasser und damit ökologisch sinnvoll und leistungsfähig an das Hinterland angebunden werden kann. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist zukunftsgerichtete Politik, wo wir Akzente setzen und die Grundlage dafür legen, dass es Deutschland auch in der Zukunft gut geht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Wasserbereich geht es um neue logistische Herausforderungen. Auch dort müssen wir sehen, wie wir die Kapazitäten sinnvoller verarbeiten können. Deswegen haben wir zusätzliche Geldmittel bereitgestellt, um neue logistische Herausforderungen auch in einem digitalen Zeitalter aufnehmen zu können und wieder ISETEC 3 zum Beispiel aufsetzen zu können, die Hafenwirtschaft auf Vordermann bringen zu können. Das haben wir mit Geld unterfüttert. Und so, glaube ich, wird auch die Wasserstraße in Zukunft wieder zu einem bedeutenden und noch bedeutenderen Bestandteil unserer integrierten Verkehrs- und Logistikpolitik. Herr Kollege Klaus, Sie haben angesprochen vorhin die Schiene. Ja, wir haben auch in der Schiene das Problem, nicht das, das Sie angesprochen haben, ÖPNV, das ist ein Länderthema. Da haben wir sogar über die Regionalisierungsmittel mehr Geld in die Hand genommen, um die Länder in die Lage zu versetzen. Das ist aber auch dort eine Frage der Reaktionszeiten, weil wir immer weiter das Problem haben, dass wir große Zeiträume für die Planung investieren müssen. Deswegen haben wir in den Haushaltsberatungen durchgesetzt, dass der Bund vorfinanziert nicht nur die Planungsphasen 1 und 2, sondern 3 und 4, und dass wir dafür auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt haben, damit auch die Bahn in die Lage versetzt wird, ein Stück weit über den akuten Bedarf hinaus vorzuplanen, dass dann, wenn die politischen Entscheidungen fallen, dass wir etwas realisieren wollen, wir auch die Grundlage dafür geschaffen haben und die Menschen nicht nur Ankündigungen in der Zeitung lesen und wenn der erste Spatenstich erfolgt, sich nicht mehr daran erinnern, dass die Maßnahme einmal angekündigt worden ist. Da müssen wir zu engeren Zeitabläufen kommen, und genau dafür haben wir die Grundlagen gelegt, damit auch die Bahn in Zukunft leistungsfähig ist. Ich will damit gar nicht verschweigen, dass je mehr wir Schiene ausbauen und je mehr auf der Schiene auch Gütertransport stattfindet, und das ist unser erklärtes Ziel, das wollen wir, dass das natürlich bei den Menschen auch auf Kritik stößt, weil damit in der Regel eben auch eine zusätzliche Lärmbelästigung verfolgt wird. Aber deswegen haben wir uns nicht weggeduckt, sondern im Gegenteil, wir haben den entsprechenden Haushaltsvermerk geändert und gesagt, Lärmschutz, den
gleichen wir jetzt an die Anforderungen von Straße, also 3 dB weniger Lärm müssen die Menschen ertragen. Und wir haben das gleichzeitig auch mit Geld hinterlegt, weil natürlich Lärmschutzmaßnahmen auch Geld kosten. Deswegen haben wir das, weil es freiwillig ist, schon länger mit 100 Millionen ausstaffiert, jetzt mit 130. Und wir haben, liebe Frau Hagedorn, im Haushaltsausschuss dann sogar 150 Millionen draus gemacht, weil wir auch die Symbiose wollen zwischen der lebenswerten und menschlichen Bundesrepublik, aber gleichzeitig einem modernen Güterverkehr auf der Schiene. Und so können wir uns dieser Herausforderung erfolgreich annehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verkehrsetat für 2016 ist also hervorragend aufgestellt. Es ist nicht nur ein Zahlenwerk, sondern dahinter verbirgt sich eine in die Zukunft gerichtete Infrastrukturpolitik. Sie hilft ein Stück weit, unseren Wohlstand, die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Und deswegen ist es ein guter Haushalt, den ich Ihnen zur Beschlussfassung und Zustimmung empfehlen kann. Dankeschön. Norbert Brackmann war das, der Obmann im Haushaltsausschuss der Union. Nächster Redner hier zum Verkehr und digitale Infrastruktur Etat ist Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist der verkehrspolitische Sprecher seiner Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nächste Woche beginnt in Paris der UN-Klimagipfel. Die Klimakrise ist die größte globale Herausforderung dieser Zeit. Klimaschutz geht uns alle an, so auch den Bundesverkehrsminister. Deshalb habe ich mich gestern Abend mal mit meinem Smartphone auf der Website des Bundesverkehrsministeriums über aktuelle Initiativen des Hauses in Sachen Klimaschutz im Verkehr informieren wollen. Wenn man allerdings in die Suchfunktion Klimaschutz eingibt, taucht als erstes ein Bericht über ein Symposium aus dem Jahr 2012 auf. Anschließend die Teilnahme von Peter Ramsauer bei der Berliner Klimaschutzkonferenz aus dem Jahr 2011. Allein die Internetpräsenz des Ministeriums dokumentiert eindrucksvoll das Versagen, das klimapolitische Versagen des Verkehrsministers Dobrindt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 20% der energiebedingten Treibhausemissionen fallen auf den Verkehr zurück. Die Energiewende ist schlichtweg ohne den Verkehrssektor nicht machbar. Der fossile Energieverbrauch muss sinken, ebenso der CO2-Ausstoß. Der jüngste Monitoringbericht der Bundesregierung zur Energiewende verdeutlicht aber leider das Gegenteil. So wird darin das Erreichen der Verbrauchsminderung um 10% bis zum Jahr 2020 als besonders problematisch angesehen. Das heißt dort, um dieses Ziel noch zu erreichen, müsste der Energieverbrauch jedes Jahr um 2% gemindert werden. In den Jahren 2005 bis 2014 gab es sogar eine leichte Steigerung. Das heißt, der Verkehrssektor ist schlichtweg das klimapolitische Sorgenkind. Und wie reagiert der Bundesminister darauf? Er hat keinen Plan, er hat keine Strategie, wie der Verkehrssektor zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen kann. Ihm fehlt schlichtweg ein Kompass für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Anstatt die umweltfreundliche Bahn attraktiver zu machen, steigen die Kosten für den Güterverkehr auf der Schiene, während gleichzeitig die Lkw-Mautsätze sinken. Von den zusätzlichen Milliarden für den Aus- und Neubau kriegt die Schiene fast gar nichts. Das Geld wandert fast ausschließlich in die Straße. Und durch die fehlenden Planungsvorläufe können die Mittel zudem auch nicht verbaut werden. Die überzogenen bürokratischen Hürden hemmen die Förderung des kombinierten Verkehrs und der Gleisanschlussförderung. Und dann werden noch von den Regierungsfraktionen die Mittel für die Förderung der Infrastruktur der nicht bundeseigenen Bahn gekürzt. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist ein verkehrspolitisches Armutszeugnis. Mit dieser Verkehrspolitik wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreichen. Und die Förderung der Elektromobilität bleibt schlicht und ergreifend ein Lippenbekenntnis. Sie könnte dazu beitragen, die Luftqualität in den Städten deutlich zu verbessern und auch den Verkehrslärm zu mindern. Aber die Wirkung des Elektromobilitätsgesetzes verpufft, wie nicht anders zu erwarten. Kaum jemand will neue E-Kennzeichen, die Kommunen wollen die Busspuren nicht für Elektroautos freigeben, etc. Notwendig wäre der Aufbau, neben dem Aufbau der Ladeinfrastruktur, die Förderung von Kommunen, wenn sie innerstädtische Logistikkonzepte auf Elektrofahrzeuge umstellen, eine öffentliche Beschaffungsinitiative,
die Förderung von Carsharing und vor allen Dingen ein zeitlich befristetes Marktanreizprogramm für Elektroautos. Die Kanzlerin hat auf der Internationalen Automobilausstellung im September in Frankfurt eine Entscheidung über Förderinstrumente für Elektroautos bis zum Jahresende mit folgenden Worten angekündigt. Zitat: Die Vorstellungen der Bundesregierung gehen auseinander, aber das beste Die Vorstellungen in der Bundesregierung gehen auseinander, was das beste Instrument ist. Aber wir werden noch dieses Jahr entscheiden. In diesem Haushalt finden Sie aber weniger eine Kaufprämie noch eine Sonderabschreibung für Elektroautos. Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität. Da müsste die Regierung schon handeln, aber es bleibt schlicht und ergreifend bei Ankündigungen. Apropos Ankündigungen, Herr Dobrindt, erinnern Sie sich noch an folgende Aussage? Zitat: Am 1. Januar 2016 wird die Pkw-Maut scharf gestellt. Nicht lange ist es her, aber es ist schon Schnee von gestern. Und im Haushalt tun Sie so, als hätte es das EU-Vertragsverletzungsverfahren nie gegeben. Da werden 11 Milliarden Euro für hochdotierte Personalstellen und etc. eingestellt, Geld für eine verkehrspolitische Fata Morgana. Das ist rausgeschmissenes Geld für ein Projekt einer Regionalpartei. Das ist Steuerverschwendung und gehört aus dem Haushalt entfernt. Herr Kollege, Sie denken an die Zeit, ne? Ich stelle zusammenfassend fest, auf die Herausforderung der Klimakrise hat dieser Bundesverkehrsminister in seinem Ressort keine Antworten. Herr Dobrindt, Sie sind schlicht und ergreifend den Anforderungen dieser Zeit nicht gewachsen. Sagt Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen, der verkehrspolitische Sprecher in Richtung Bundesminister. Nächste Rednerin kommt von der SPD, die stellvertretende haushaltspolitische Sprecherin Bettina Hagedorn. Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir beraten hier den Einzelplan 12 und mein Kollege Norbert Brackmann hat schon zu Recht darauf hingewiesen, und das haben wir auch schon in der ersten Lesung im September unterstrichen, dass dies natürlich der größte Investitionsetat des Bundes ist, dem eine ganz besondere Bedeutung zukommt, wenn es um die gemeinsamen Ziele dieser großen Koalition geht, hier an dieser Stelle wirklich im Verhältnis zu der Vergangenheit, und zwar nachhaltig, das heißt verlässlich, die Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland aufzubauen und das auf allen, in allen Bereichen, Straße, Schiene, Wasserwege, aber auch Breitband gehört auf jeden Fall dazu. Und ich bin froh, dass wir sagen können, dass diese Bereitstellung von Mitteln, die wir mit 5 Milliarden Euro ja schon vor 2 Jahren beschlossen hatten und die jedes Jahr in Etappen ausgegeben wird und diese Erhöhung dieses Etats bewirkt, die Norbert Brackmann angesprochen hat. Wir haben ja auch vor einem halben Jahr noch mal das Zukunftsinvestitionsprogramm aufgelegt, wo dieser Etat erneut mit über 4,3 Milliarden Euro von profitiert. Und mit beiden Dingen gemeinsam schaffen wir einen Schub in der Ausstattung des Etats für Investitionen von sage und schreibe 2,3 Milliarden Euro. Das ist richtig viel. Das ist das Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele. Und die gute Nachricht ist, wir haben sichergestellt, dass das in den nächsten Jahren auch so bleiben wird. Und dafür möchte ich mich bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben. Nachdem mein Kollege Norbert Brackmann hier schon ausführlich auf das, was wir gemeinsam im Bereich Straße gemacht haben, eingegangen ist, also zuallererst auch das gemeinsam verabredet, endlich den Erhalt ganz deutlich an die erste Stelle zu stellen, dabei natürlich auch neue Investitionen nicht außer Acht zu lassen. Aber das wissen wir und das sagen uns auch alle Experten und Sachverständigen, dass der Erhalt und die Unterhaltung unserer Infrastruktur mit mehr Investitionen ausgestattet, mit mehr Geld ausgestattet werden muss. Das haben wir mit diesem Haushalt erreicht und dafür herzlichen Dank. Ich möchte mich ein bisschen mehr jetzt aber darauf konzentrieren, was wir dann an eigenen Akzenten gesetzt haben, auch gemeinsam mit unseren Fachpolitikern, wir im Haushaltsausschuss. Und ich denke, das ist eben auch etwas, was ich sehen lassen kann. Und dabei will ich mich mal darauf konzentrieren, zunächst, dass es ja am 19. und 20. Oktober eine maritime Konferenz gegeben hat in Bremerhaven mit 800 Teilnehmern.
dieses bewährte Instrument der Bundesregierung rückt ja immer für einige Zeit mal wirklich die maritimen Themen in den Mittelpunkt und zeigt, dass wir ein gemeinsames nationales Interesse haben müssen, die maritime Wirtschaft zu stärken in diesem Land. Es ist eben mitnichten nur ein Thema des Nordens, sondern wichtig für unser ganzes Land. Bei der maritimen Konferenz ist es häufig so, dass viele Menschen und auch Verbandsvertreter denken, das ist alleine beim Wirtschaftsminister zu verorten, der ja den maritimen Koordinator stellt. Aber wenn man sich unseren Haushalt und auch vor allen Dingen die Veränderungen in unserem Haushalt anschaut, dann wird deutlich, dieses Verkehrsministerium leistet einen erheblichen Beitrag, um die maritime Wirtschaft, wie von uns gewünscht, zu stärken. Wir haben einen Antrag gemeinsam hier beschlossen im Parlament am 15. Oktober, wo wir im Detail aufgelistet haben, was wir alles machen wollen. Und das Gute ist, dass wir einen Teil davon mit diesem Haushalt schon umgesetzt haben. Und wir haben 60 Millionen Euro sozusagen in diesem Bereich umgeschichtet mit einer soliden Gegenfinanzierung, selbstverständlich. 21 Millionen Euro stecken wir in den Bau eines Trockendocks, eines Instandsetzungsdocks in Brunsbüttel. Das ist Teil der Gesamtmaßnahme Nord-Ostsee-Kanal. Dieser Kanal, der ja eine höhere Kapazität von Schiffen hat als der Suez- und der Panama-Kanal zusammen, das gerät ja manchmal ein bisschen in Vergessenheit, das ist wirklich eine elementare Lebensader für Deutschland. Und wir alle wissen aus den Schlagzeilen der letzten Jahre, wie diese Ader in Bedrängnis gekommen ist. Und wir alle wissen, was es für eine gewaltige Aufgabe ist, diesen über 100 Jahre alten Kanal jetzt wirklich zukunftsfest zu machen. Da ist es eben nicht mit einer Maßnahme getan. Ein Kanal funktioniert nur dann langfristig und gut, wenn er von A bis Z durchsaniert ist. Und das ist ein Bündel von Maßnahmen, die wir aber verlässlich bis 2028 hinkriegen wollen und auch finanzieren wollen. Und den größten Teil davon haben wir schon geschafft. Und das ist mir schon wichtig, weil da schaue ich auch mit Stolz auf meine Kollegen im Haushaltsausschuss und auf alle. Das ist ein Werk der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. 800 Millionen Euro stehen aktuell, 821 sind es ja jetzt genau genommen, stehen aktuell im Haushalt bereit für den Nord-Ostsee-Kanal. Und die 565 Millionen für die fünfte Schleusenkammer, die 265 Millionen für die Begradigung der Oststrecke und die 50 Millionen für die Liefensauer Hochbrücke, die haben wir schon in den letzten 2 Jahren geschafft. Das ist eine stolze Summe. Und mit dem trockenen Instandsetzungsdock jetzt, das ja Baureife hat, das heißt, es war ja mal Plan, auch der Regierung, das zu bauen. Wir haben uns das ja nicht ganz neu ausgedacht. Es ist also baureif und es soll einfach dazu beitragen, dass in Zukunft diese Tore, die ja nicht nur sehr alt sind und baufällig, sondern gegen die auch ab und zu mal ein großes, starkes Schiff fährt mit entsprechenden Schäden, dass die in Zukunft vor Ort saniert werden können. Das ist volkswirtschaftlich extrem sinnvoll, um langfristig diesen Kanal am Laufen zu halten. Wir haben, der Kollege hat schon darauf hingewiesen, ich will das noch mal unterstreichen, vor allen Dingen auch die Ingenieurkapazitäten dazugestellt. Die Ingenieurstellen, die wir in ganz Deutschland mit diesem Haushalt schaffen, aber von denen wir auch 10 in besonders wichtigen Projekten von nationaler Tragweite konzentrieren. Das sind 4 für dieses Trockeninstandsetzungsdock. Das sind aber auch die entsprechenden Stellen für die Schleuse Scharnebeck, die hier schon zu Recht angesprochen worden ist, für die wir auch zusätzliche Planungsmittel von 10 Millionen Euro bereitstellen. Und das sind auch für den Hafen Rostock natürlich die Stellen, die erforderlich sind, um dort bei der Vertiefung die wichtigen Investitionen zu tätigen. Also wir machen damit deutlich, wir haben erkannt, auch im Haushaltsausschuss, was die maritime Wirtschaft für Deutschland bedeutet. Und wir geben ihr die Schwerpunktsetzung innerhalb dieses Haushaltes, die ihr gebührt. Danke für alle, die daran mitgewirkt haben. Und wir haben auch gemeinsam im Blick, und auch das ist ja ein Teil der maritimen Wirtschaft, ich sage mal offshore, ist auch Teil unserer Energiewende, auch da verfolgen wir gemeinsame Ziele.
Und darum ist es wichtig und nicht so vielleicht im Fokus der Öffentlichkeit, aber ich sage Ihnen, es ist eine ganz entscheidende Stelle. Wir haben 15 neue Stellen beim BSH, also beim Bundesamt für Hydrographie und Seeschifffahrt in Hamburg geschaffen. Die haben nämlich etwas damit zu tun, dass diese Offshore-Windparks auch wirklich genehmigt und dass all das geleistet werden kann, was erforderlich ist, um da milliardenschwere Investitionen tätigen zu können. Es ist die Voraussetzung, dass wir staatlicherseits die Genehmigungsbehörden einfach stärken an der Stelle. Und im Übrigen verdienen die das Geld fast selber, was ihre Stellen kosten. Denn wenn man mal auf die Einnahmeseite des Haushaltes schaut, dann sind wir jetzt bei über 4 Millionen Euro Gebühreneinnahmen an dieser Stelle und darum eine richtige Schwerpunktsetzung auch an dieser Stelle. Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie will ich hier auch namentlich erwähnen. Der Name sagt schon, das ist auch etwas, wo Innovation drin liegt in diesem Titel. Wir haben schon mit dem 2015er Haushalt in der Großen Koalition und zwar auch wieder als Haushaltsausschuss, also oberhalb des Regierungsentwurfs, 7,5 Millionen bereitgestellt, jetzt noch einmal 8 Millionen zusätzlich, sodass wir sagen können, hier haben wir innerhalb von einem Jahr wirklich über 15 Millionen im Haushaltsausschuss bereitgestellt für eine Initiative, die uns sehr am Herzen liegt. Wir haben zum Thema LNG gemeinsam festgelegt, dass wir damit auch den Aufbau von Hafeninfrastruktur an Nord- und Ostsee ermöglichen wollen. Denn das ist ja das Henne-und-Ei-Problem. Wir wollen natürlich, dass LNG-Antriebe auch wirklich auf Schiffen stärker zum Einsatz kommen. Das wird aber nur gelingen, wenn sie letzten Endes auch die Hafeninfrastruktur vorfinden, an der sie sich bedienen können. Wir setzen hier ein klares Signal. Und ich finde es auch glaubwürdig und will es hier unterstreichen, dass wir gemeinsam es ermöglichen mit einem Haushaltsvermerk, dass unsere bundeseigene Flotte, wir haben ja selbst viele Schiffe in vielen Ressorts, nicht immer ist möglicherweise LNG bei den Bundespolizeischiffen zum Beispiel nach unserer Überprüfung dann leider die richtige Alternative. Manchmal muss man andere Wege gehen. Aber grundsätzlich wollen wir doch auch, dass auch bundeseigene Schiffe auf LNG umgerüstet werden und dass das bei Neubauten gemacht wird. Und an der Stelle, finde ich, setzen wir damit ein wirklich glaubwürdiges Signal. Hier setzen wir einen Schwerpunkt. Das Gleiche gilt für das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Auch das ein Projekt, das ganz maßgeblich im Haushaltsausschuss schon 2015 abgesichert und massiv aufgestockt worden ist. Übrigens im 15er Haushalt mit der Summe von über 64 Millionen Euro. Inzwischen, darauf will ich auch verweisen, haben wir mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm noch einmal 161 Millionen bis 2018 zur Verfügung für dieses Programm. Und davon entfallen 2016 alleine 25 Millionen Euro zusätzlich an. Ich denke, das macht ganz deutlich, der Verkehrsetat hat eben sehr wohl, Herr Kollege Kühn, starke energiepolitische Akzente, wenngleich sie manchmal auch von den Haushältern etwas verstärkt werden müssen und verstärkt worden sind an dieser Stelle. Wir haben mit ISETEC 3, auch das Stichwort ist schon gefallen, der innovative Seehafentechnologie, ein sehr erfolgreiches Programm, wie die Römisch 3 schon sagt. Auch das haben wir möglich gemacht, indem wir 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben und 10 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigung. Dieses Programm drohte mangels und durch Unterfinanzierung nicht mehr so erfolgreich weiterzulaufen wie bisher. Auch da haben wir gesagt, auf uns ist Verlass. Sie sehen schon, natürlich gehört zum Thema Maritimes auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Der Kollege hat darauf hingewiesen. Und da ist mir dann wichtig, es war schon Thema hier bei der ersten Lesung, der erste Fortschrittsbericht, den wir damals zwar noch nicht debattiert hatten, aber schon kannten. Und die Begeisterung über diesen ersten Fortschrittsbericht zur Wasser- und Schifffahrtsverwaltungsreform, der hielt sich hier im Parlament auch bei uns koalitionieren in großen Grenzen. Und das ist keine Kritik an den 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, sondern ein Gelingen einer Reform, das ist natürlich immer erheblich abhängig, vor allen Dingen von der Spitze.
Und an der Stelle will ich dann auch nicht verschweigen, dass wir im Haushaltsausschuss nicht nur die zusätzlichen Ingenieurstellen geschaffen haben in der Fläche, die hier schon beschrieben worden sind, weil wir gesagt haben, das Personal wird in der Fläche gebraucht. Wir brauchen das technische Personal. Wir wollen die Baumaßnahmen an der Stelle einfach beschleunigen und verbessern. Und das geht nur mit technischem Personal. Wir haben das auch gegenfinanziert, und zwar dadurch, dass wir 19 Stellen in Bonn beim Aufbau der GDWS nicht genehmigt haben. Herr Minister, ich weiß, dass das für Sie kein leichtes Signal gewesen ist, aber ich glaube, Sie sollten an dieser Stelle auch feststellen, wenn der Haushaltsausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss und eigentlich auch das ganze Parlament immer wieder nachdrücklich gesagt hat, diese Reform ist so auf keinem guten Weg, da müssen Sie sich persönlich noch mehr drum kümmern, dann haben wir eben bisher gepfiffen und jetzt haben wir nicht nur den Mund gespitzt, sondern auch tatsächlich gepfiffen, um zu zeigen, Achtung an der Bahnsteigkante, hier erwarten wir mehr von Ihnen, denn uns liegt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und uns liegen die Projekte im Bereich Wasser wirklich sehr am Herzen und wir würden da natürlich viel lieber mit Ihnen an einem Strang und in eine Richtung ziehen. Ich will zum Schluss noch auf ein anderes Thema kommen, und das ist eben die Schiene. Und bei der Schiene ist es so, dass auch wir hier noch mal deutliche Akzente gemeinsam gesetzt haben. Ich bin besonders froh darüber, dass es uns gelungen ist, endlich um 3 Dezibel den Lärmschutz, also die Werte, die den freiwilligen Lärmschutz auslösen, so muss man es sagen, abzusenken. Das ist nicht nur ein gutes Signal an die Menschen, die an diesen lärmintensiven Trassen wohnen und darunter leiden, sondern das ist, gibt der Bahn auch die Chance, einfach mehr für die Akzeptanz zu tun. Das finde ich richtig gut, denn wie gesagt, 100 Millionen waren es mal noch vor 2 Jahren, jetzt sind es 150. Das macht schon deutlich, da setzen wir einen Schwerpunkt. Und vielen Dank, dass das so gelungen ist. Und ja, und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass wir unterstreichen wollen, dass natürlich wir in diesem Zukunftsinvestitionsprogramm auch erheblich insgesamt die investiven Mittel, die der Schiene zugutekommen, erhöht haben, auch langfristig erhöht haben, also Jahr für Jahr. Und dass jetzt zum Beispiel mit dieser Möglichkeit, dass wir der Bahn die Möglichkeit geben, die Leistungsphasen 3 und 4 vorzufinanzieren für Schienenprojekte, das mag vielleicht in der Öffentlichkeit, ja, ich sag mal nicht so sexy Kind, die sagen, was ist das denn, Leistungsphasen 3 und 4. Aber all denen sei gesagt, es ist das aus unserer Überzeugung entscheidende Element, um Schienenprojekte hier wirklich zügig voranzubringen. Und das ist zusammen mit der Akzeptanzerzeugung der Anwohner für uns das maßgebliche Ziel. Denn ich habe nicht nur meine ganze Redezeit auf Wasser und Schiene verwandt. Ich will auch sagen, uns ist bewusst, dass wir, wenn wir einen ökologischen Beitrag auch leisten wollen, im Gegensatz zur Straße eben auch Schiene und Wasserwege maßgeblich nach vorne bringen müssen. Und das wollen wir. Danke für die Unterstützung. Einzelplan 12 Verkehr und digitale Infrastruktur, 24,57 Milliarden hat Minister Dobrindt zur Verfügung, 14 Milliarden alleine für die Infrastruktur. Und Alexander Dobrindt hat jetzt hier auch als Nächster das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 18. Wahlperiode ist eine Aufbruchzeit für die Infrastruktur. Die Investitionswende wird vollzogen, die Investitionslücke wird geschlossen und der Irrglaube, man könne Wirtschaftswachstum von Mobilität entkoppeln, ist endlich Geschichte, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit und Klarheit in diesem Haushalt. Wir folgen in Deutschland wieder dem ökonomischen Grundprinzip der Wohlstandspyramide. Ohne Mobilität keine Prosperität. Wir können heute wieder Infrastruktur planen. Das ist die Voraussetzung für Wachstum, Arbeit und Wohlstand. Und die Koalition kann heute wieder Infrastruktur finanzieren, weil wir die richtigen Schwerpunkte setzen und weil wir wieder Spielräume für Verkehrsinvestitionen haben. Und da möchte ich an der Stelle auch mal Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen sagen, die da im Haushaltsausschuss und im Verkehrsausschuss mitgewirkt haben. Danke. Das ist das Ergebnis
des Investitionshochlaufs? Ja. Und ich habe Ihnen zu Beginn meiner Amtszeit im Deutschen Bundestag vorgestellt, wir haben 2015 mit dem Investitionshochlauf gestartet. Und wir gehen heute mit dem Haushalt 2016 den nächsten großen Schritt von 10,8 Milliarden Euro Investitionslinie in der Vergangenheit auf jetzt über 13 Milliarden Euro in 2016. Meine Damen und Herren, der Investitionshochlauf, lieber Herr Klaus, der ist real und er wird als Mobilitätsfortschritt auch überall sichtbar. Im Juli habe ich 70 Projekte mit rund 2,7 Milliarden Euro eine Baufreigabe erteilt und damit Straßenbauprojekte in ganz Deutschland gestartet. Und das waren Projekte, auf die die Regionen schon lange gewartet haben. Wir haben gleichzeitig das Prinzip Erhalt vor Neubau gestärkt und die Gelder im Bereich Erhalt von 2,5 Milliarden im Jahr 2013 auf fast 4 Milliarden in 2018 erhöht. Wir haben ein Brückenmodernisierungsprogramm gestartet mit 2 Milliarden Euro. Und ich gebe hier auch die klare Zusage, meine Damen und Herren, jede Sanierungsmaßnahme einer Brücke, die Baurecht erhält, die wird auch finanziert werden. Wir binden mehr privates Kapital ein und setzen mit einer neuen Generation von öffentlich-privater Partnerschaften weitere 11 Projekte in einer Größenordnung von 15 Milliarden Euro um. Wir haben mit der Bahn eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung getroffen und investieren in den kommenden Jahren 28 Milliarden Euro in die Schiene. Und wir haben die Regionalisierungsmittel für die Regionalverkehre der Länder erhöht von 7,4 Milliarden Euro auf 8 Milliarden Euro jedes Jahr. Das sind in der Summe der Laufzeit von 15 Jahren und den Steigerungen dazu 150 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, so viel Geld für Regionalisierungsmittel hat es noch nie gegeben. Das ist ein Riesenerfolg. So, und das ist die Leistungsbilanz der Großen Koalition nach 2 Jahren aktivierender Mobilitätspolitik. Und so geht es auch weiter. Wir steigern die Investitionslinie im Haushalt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bis zum Jahr 2018 auf 14 Milliarden Euro. Das jedes Jahr, das anhaltend, das dauerhaft. Das heißt, dass wir fast 40% mehr Investitionsmittel in dieser Wahlperiode schaffen für die Infrastruktur. Und meine Damen und Herren, das hätten Sie sich doch zu Ihrer Zeit immer gewünscht. Ich weiß gar nicht, was es daran zu kritisieren gibt. Das ist ein Riesenerfolg, dass wir endlich in der Lage sind, die notwendigen Investitionen in unserem Land durch den Haushalt im Verkehrsministerium zu schultern, meine Damen und Herren. Manchmal hat man das Gefühl, dass das einigen etwas unangenehm ist, dass der Investitionshochlauf sich so positiv entwickelt. Den Verkehrsphlegmatikern unter Ihnen, die das Schwarze-Peter-Spiel gerne weiterspielen würden, die in Deutschland gerne immer dieses Prinzip, jeder würde ja gerne was machen, aber der Bund kann es nicht bezahlen, weiter betreiben würde. Keiner kann heute mehr sagen, es gäbe kein Geld, es gäbe keine Perspektive, es gäbe keine Planungssicherheit und keine Zusage vom Bund. Die Investitionen vom Bund sind da und wir werden sie auch verbauen, meine Damen und Herren. Ja. Und den notorischen Verkehrspessimisten von den Grünen, den sage ich, sie wollen ja eigentlich keine Straßen bauen. Sie wollen ja Straßenverkehr und Mobilität verhindern. Das haben Sie auch diese Woche ja wieder eindrucksvoll bewiesen. Ihre Position zum Haushalt kann man im Internet ja nachschauen. Herr Kindler, Herr Kühn, wir brauchen dringend ein Neubaumoratorium, wird da von Ihnen formuliert. Ich sage Ihnen, wer Neubau kategorisch ausschließt, verhindert Kapazität im Netz und schickt die Autofahrer in den Stau. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen neue Straßen bauen. Wir wollen bestehende Straßen modernisieren. Und wir steigern die Lebensqualität in den Regionen. Das ist unsere Politik. Lesen Sie doch nach, was Ihre Kollegen erzählen. Toni Hofreiter, das Geld wird falsch ausgegeben.
Christian Sven, Christian Kindler, Investitionen in Verkehrsprojekte von gestern. Ich darf Sie mal daran erinnern, dass mit meinem Investitionspaket vom Juli ein Großteil der Investitionen über eine halbe Milliarde Euro in das Land Baden-Württemberg geflossen sind. Da regieren doch Sie noch. Und das heißt, in Stuttgart nehmen Sie das Geld gerne an, das Sie hier verteufeln. Das ist Heuchelei. So, und übrigens sind Sie bei der Digitalisierung nicht sehr viel besser. Auch das lassen Sie sich an dieser Stelle sagen. Ich habe beim Arbeitgebertag Ihrer Kollegin diese Woche zugehört. Die hat sich erdreistet, zu formulieren, Deutschland sei fast schon ein digitales Entwicklungsland. Meine Damen und Herren, das liegt nicht nur sachlich völlig daneben, das ist auch eine grundfalsche Einstellung, wenn es um die Substanzrevolution der Digitalisierung geht, die wir zum Erfolg führen müssen. Und wenn wir diesen Wettbewerb bestehen wollen, dann brauchen wir auch digitales Selbstbewusstsein. Und das setzen wir um. Beim Breitbandausbau beispielsweise haben wir in Europa die größte Dynamik. Die größte Dynamik, das wurde uns auch vom Wirtschaftsdigitalindex jetzt erst bestätigt, international sind wir in Deutschland beim Breitbandausbau von Platz 5 auf Platz 4 hochgerückt, weil wir mit unseren Initiativen die Dynamik ausgelöst haben, meine Damen und Herren. Wir haben zu Beginn der Wahlperiode gemeinsam mit der Digitalwirtschaft die Netzallianz Digitales Deutschland gegründet, die allein in diesem Jahr 8 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investiert. Wir haben als erstes Land in Europa die 700 Megahertz-Frequenzen, die sogenannte digitale Dividende 2, versteigert und die Erlöse zu 100% in den Breitbandausbau, in die Erschließung von Breitband in den Kommunen und ländlichen Räumen investiert. Und wir haben dafür in der letzten Woche das Bundesförderprogramm für schnelles Breitband auf den Weg gebracht. Insgesamt investiert die Große Koalition jetzt 2,7 Milliarden Euro in die flächendeckende Versorgung von mindestens 50 Mbit in Deutschland. Meine Damen und Herren, der Haushalt 2016 ist der Startschuss für die Bundesförderung und wird dem Breitbandausbau in Deutschland auch richtig Dynamik und Schub noch mal zusätzlich verleihen, sodass wir unsere Ziele an dieser Stelle auch erreichen. Ich habe aber, sehr geehrte Frau Rösner von den Grünen, auch die ganze Woche natürlich zur Begleitung des Haushalts Ihre Äußerungen wahrgenommen und festgestellt, dass Sie eine unglaubliche Begeisterung für den Breitbandausbau entwickelt haben. Ich kann Sie dazu nur beglückwünschen, dass Sie jetzt einen schnellen Breitbandausbau fördern. Da haben Sie ja eine echte Lernkurve hingelegt. Ich zitiere mal aus Ihrem Wahlprogramm der Grünen von 1987. Da steht, die Grünen unterstützen den Widerstand gegen Informations- und Telekommunikationstechniken und fordern Stopp des Kabel- und Satellitenfernsehens, keine Digitalisierung der Fernsprecher, keine Glasfaserverkabelung. Ich stelle fest, die Grünen haben sich echt weiterentwickelt, vom Krötentunnel zur Datenautobahn. Gratulation dazu. Wir fördern das automatisierte Fahren und das vernetzte Fahren, die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Autos. Damit werden wir die Mobilität sicherer machen, sauberer machen, effizienter machen. Verkehr wird vorhersehbar, die Kapazität auf der Autobahn wird über Digitalisierung um 80% steigen und der Stau wird deutlich sinken. In den Städten wird die Kapazität um 40% steigen. Und unsere Automobilindustrie ist hier Innovationsführer. Und wir wollen, dass wir die Ersten sind, wenn es um den internationalen Wettlauf geht bei der Mobilität 4.0. Deswegen haben wir auf der IAA unsere umfassende Strategie vorgestellt, die alle Maßnahmen beinhaltet, um das automatisierte und vernetzte Fahren schnellstmöglich auf die Straße zu bringen. Und wir finanzieren auch
im Haushalt 2016 die Umsetzung dieser Strategie zum ersten Mal, indem wir einen eigenen Titel dafür geschaffen haben. Unser Haushalt ist nicht nur ein starker Investitionshaushalt, sondern auch ein aktiver Innovationshaushalt. Die Schlüsseltechnologien im digitalen Zeitalter sichern wir, auch übrigens auf dem digitalen Testfeld Autobahn, das wir auf der A9 einrichten. Wir bauen eine intelligente und voll digitalisierte Straße auf als Testfeld für Automobilindustrie, für Digitalwirtschaft, gemeinsam mit den beiden, und werden neueste Innovationen beim automatisierten und vernetzten Fahren, Auto-zu-Auto-Kommunikation, Auto-zu-Infrastruktur-Kommunikation im Realverkehr auf dieser A9 abwickeln. Erst in der vorvergangenen Woche haben wir das digitale Testfeld Autobahn auch mit einem neuen Mobilfunkstandard ausgestattet, nahe 5G. Das heißt, Echtzeitkommunikation kann jetzt auch auf dieser Straße simuliert werden. Das ist enorm wichtig, wenn wir zukünftig die automatisierte Mobilität zeigen wollen, dass in Echtzeit auch die Autos miteinander kommunizieren können. Meine Damen und Herren, das ist ein Projekt, das weltweit Beachtung gefunden hat. Es ist ein Projekt, das die Marke German Autobahn auch noch mal weiter verstärkt. Das ist ein Testfeld, das sich an anderer Stelle der Welt auch nicht so reproduzieren und kopieren lässt. Und deswegen ein echtes Leuchtturmprojekt für Deutschland und stärkt unsere Stellung als Innovationsführer und Autoland Nummer 1, meine Damen und Herren. Das nenne ich digitales Selbstbewusstsein. Außerdem freue ich mich, dass es in unserem Ministerium gelungen ist, vor zwei Wochen den ersten Regierungshackathon zu installieren, den BMVI Data Run, in dem wir das Datenbiotop, das uns als Regierung zur Verfügung steht, in dem Fall Mobilitätsdaten, Geodaten, Wetterdaten, die sich alle im Bereich des Verkehrsministeriums befinden, einer ganzen Reihe von Programmierern und Entwicklern zur Verfügung zu stellen, die daraus die Chance haben, neue Angebote zu schaffen. Und es war eine ausgesprochene, gelungene Veranstaltung. 80 Programmierer haben sich 24 Stunden lang in unserem Haus mit diesen Daten beschäftigt und neue Produkte entwickelt. Wir werden einen Teil dieser entwickelten Produkte auch weiter begleiten, unterstützen und fördern. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass wir die Wertschöpfung von Big Data in Deutschland erhalten können, wenn wir unsere Daten, die uns zur Verfügung stehen, den innovativen Unternehmen, den innovativen Entwicklern zur Verfügung stellen. Und ich will für mein Haus sagen, dieser große Erfolg wird auch in die Zukunft weiter verlängert. Wir werden unsere Daten, die uns zur Verfügung stehen, in unserem Haus auch weiterhin für die Entwicklung neuer Produkte, innovativen Unternehmen als Open Data zur Verfügung stellen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir modernisieren und wir digitalisieren Deutschland. Der Investitions- und Innovationshaushalt 2016, wie er von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Haushalt- und Verkehrsausschuss vorbereitet wurde, ist die Grundlage dafür und damit ist die Grundlage auch für Wachstum, für Arbeit und für Wohlstand in Deutschland gelegt. Herzlichen Dank dafür. Ein angriffslustiger Alexander Dobrindt hier heute, der nochmal seinen Etat dargestellt hat. Wie gesagt, 24,57 Milliarden Euro. Er hat den größten Infrastrukturetat mit 14 Milliarden Euro. Herbert Behrens jetzt für die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, das, was uns eben vom Verkehrsminister nochmal dargestellt worden ist, ist genau das, was Kollege Klaus vorhin genannt hatte.
dass Produktion von Sprechblasen, von Ankündigungen und anderen Dingen das ersetzt, was wir eigentlich erwarten müssen in der Verkehrspolitik, nämlich konkrete Antworten auf konkrete Herausforderungen zu geben. Und da bleiben Sie weit hinter dem zurück, was erforderlich ist, auch hinter Ihren eigenen Ankündigungen. Ich finde, Ihre Politik ist gescheitert. Ein Synonym oder ein Sinnbild für dieses Scheitern wurde schon genannt. Die Autobahnmaut, die Pkw-Maut, die am 1. Januar 2016, also quasi in 4 Wochen, scharfgestellt werden sollte, ist gescheitert, weil in Europa kein Platz ist für eine Ausländermaut. Auch sind sie gescheitert mit dem Ansatz, wirklich zu mehr Umverteilung des Verkehrs zu kommen, weg von der Straße hin zu den umweltfreundlicheren Verkehrswegen auf Schiene und Wasserstraße. Wahrscheinlich haben wir den letzten Augenblick verpasst, wo es die Chance bestanden hätte, zu einer Änderung in der Verkehrspolitik zu kommen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als der CSU-Chef Seehofer dann doch sein Versprechen nicht wahrgemacht hat, seine 3 Minister aus dem Kabinett herauszuziehen. Das wäre die letzte Chance gewesen, zu einer Umkehr in der Verkehrspolitik zu kommen. Das ist leider nicht passiert. Wir werden uns also weiterhin mit Ihnen auseinandersetzen müssen, mit Ihnen als Ankündigungsminister. Und das ist bitter. Bitter auch deshalb, weil leider von den Koalitionspartnern CDU und SPD leider nur ein Zugucken festzustellen ist. Man lässt den Verkehrsminister gewähren, man fällt ihn nicht in den Arm. Aber das müssen wir doch endlich stoppen, damit es nicht so weitergeht. Und dringende, nötige verkehrspolitische Entscheidungen, wie beispielsweise die Neubewertung der vielen, vielen Projekte, die jetzt in einem Bundesverkehrswegeplan drinstehen, den wir nicht kennen, werden nicht überprüft. Sondern hier werden Entscheidungen getroffen, die möglicherweise nach dem Vorliegen des Bundesverkehrswegeplans anders zu bewerten wären. Wie gehen Sie denn selber mit diesen Plänen um, ein wirklich zukunftsweisendes Verkehrsnetz aufzubauen, wenn wir gar nicht wissen, auf welcher Grundlage wir uns bewegen? Ebenso beim Infrastrukturbericht. Es wäre doch sinnvoll, zu erkennen und zu wissen, wie sieht es denn eigentlich aus bei uns in der Republik? Was muss an welchen Stellen gemacht werden? Auch da außer Ankündigung Fehlanzeige. Und das ist nicht hinnehmbar. Das ist verantwortungslos und keine Verkehrspolitik. Es wäre eine kleine Chance, sich den Änderungsentschließungsanträgen zuzuwenden. Da wäre zumindest die Möglichkeit zu sagen, wir steuern noch was um, beispielsweise unserem Antrag zu folgen und auch dem der Grünen, die 11,2 Millionen Euro, die immer noch in eine wahrscheinlich nicht kommende Pkw-Maut investiert werden, für Personal, für Gutachten, diese einfach zu streichen. Und das Geld wäre sicherlich besser aufgehoben, um Leute zu unterstützen, die sich intensiv ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Diese Politik des Bundesverkehrsministers darf nicht fortgesetzt werden. Wir brauchen ein handlungsfähiges Verkehrsministerium, zum Beispiel um den groß angelegten Betrug bei den Abgaswerten aufzuarbeiten. Auch da, eine Untersuchungskommission wurde eingerichtet. Ergebnisse dieser Untersuchungskommission? Fehlanzeige. Alles das, was hier auf den Tisch gebracht worden ist, dass nicht nur die USA betroffen sind, sondern auch der europäische Markt betroffen ist, dass nicht nur bei Stickoxiden manipuliert worden ist, sondern auch bei Abgaswerten, bei CO2-Ausstoß getäuscht worden ist und dass eben nicht nur der VW-Konzern isoliert, sondern andere Automobilfirmen dabei sind. Alles das wurde nicht von der Untersuchungskommission herausgefunden, sondern das waren Geständnisse in der Öffentlichkeit, das waren Untersuchungen, die insbesondere auch von Initiativen an den Tag gebracht wurden. Da ist absolute Fehlanzeige, Sie sind Ihren Aufgaben nicht gerecht geworden, auch da sind Sie massiv gescheitert. Und diese Bilanz ist natürlich ein extremer Gegensatz zu dem, was wir eben gerade gehört haben. Das Investitionshochlauf, diesen Begriff mag eigentlich keiner mehr hören, weil es eigentlich ein Euphemismus ist. Auch Investitionsoffensive oder dass wir uns mit Mehrausgaben eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur gönnen wollen, alles das findet nicht statt, weil es sind Ankündigungen, die da gemacht worden sind. Wenn wir uns die Ausgaben angucken, 5,9 Milliarden Euro sind für Investitionen vorgesehen, 2,9 Milliarden für den Erhalt. Wo bleibt denn die auch von Ihnen geforderte Priorisierung, mehr in den Erhalt zu stecken als in den Neubau? Das sind ja nicht mal die 65%, die Sie selber gefordert haben in einem Entschließungsantrag. Auch da bleiben Sie weit hinter dem zurück, was Sie machen wollten. Auch diese 50% sind nicht sicher. Und da ist ein Blick in den Verkehrshaushalt 2014 ganz hilfreich, wo wir gemerkt haben, dass beim Haushaltsvollzug massiv Fehler gemacht worden sind. Sie haben Ihr Ministerium da nicht in den Griff. Sie haben
weil die Gelder gegenseitig deckungsfähig sind. Also vom Neubau darf umgeschichtet werden in den Erhalt und umgekehrt. Haben Sie genau diesen Weg genommen? Sie haben noch mal 400 Millionen, die nicht vom Bundestag beschlossen worden sind, die für den Erhalt vorgesehen worden sind, haben Sie en passant rübergeschoben in den Neubau. Das ist eine falsche Politik, die wir nicht akzeptieren wollen. Und darum sprechen wir ganz deutlich und offen von einem Scheitern Ihrer Verkehrspolitik. Meine Redezeit reicht leider nicht aus, um die Liste von Versäumnissen und von Fehlern komplett abzuarbeiten. Ich kann leider nichts dazu sagen, dass Sie auch in der Infrastrukturpolitik, was den Breitbandausbau anbetrifft, massiv versagen, dadurch, dass Sie die Technologie von morgen mit einer technischen Technologie aus dem letzten Jahrhundert vollziehen wollen. Das passt ja wohl nicht zusammen. Ich kann nichts dazu sagen, wie Sie mit diesem merkwürdigen, undurchschaubaren Toll-Collect-Deal bei der Ausweitung der Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen agiert haben. Ich kann nichts dazu sagen oder nichts Weitergehendes dazu sagen, was die ÖPP-Projekte für die Zukunft bedeuten. Wenn hier junge Leute auf der Tribüne sitzen, können Sie heute schon ablesen aus den hier beschlossenen ÖPP-Projekten, dass Sie künftig zahlen müssen für Fehlentscheidungen, die heute hier getroffen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Verkehrsminister ist nach der halben Wahlperiode am Ende. Mehrausgaben im Verkehrshaushalt können das nicht überdecken. Wir brauchen einen neuen Anfang mit neuem Personal. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion. Kirsten Lühmann ist Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Zuhörende, Haushaltsdebatten, zumal solche im Verkehrsbereich, sind oft Zahlenspielereien. Wir haben das heute auch mehrfach gehört. Wenn es mehr Geld gibt, ist man bei den Siegern. Wenn es weniger Geld gibt, fühlt man sich als Verlierer. So gesehen sind wir hier beim Verkehr bei den Siegern, denn wir haben über 700 Millionen Euro mehr im nächsten Jahr für die Verkehrsinfrastruktur. Und wir haben mit den inzwischen verabschiedeten Richtlinien für den Breitbandausbau und den Geldern, die dafür zur Verfügung stehen, den Einstieg in den flächendeckenden Breitbandausbau in Deutschland. Und das ist gut so. Aber wir wissen auch, Geld alleine ist nicht entscheidend. Entscheidend sind auch die Ziele, die wir mit diesem Geld verfolgen. Und daher haben wir zum Beispiel beim Straßenausbau mit dem Grundsatz Erhalt von Neubau klare Ziele gesetzt. Und ich denke, da werden wir im nächsten Jahr noch einmal drüber reden, nämlich über die ersten Zwischenergebnisse und weitere Konzepte. Dann nämlich, wenn der Straßenzustandsbericht vorliegt und dann, wenn die ersten Ergebnisse unserer Veränderungen in der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft vorliegen, nämlich dann, wenn wir über Fakten reden können und nicht mehr über Vermutungen, werden wir sehen, wie dieses neue Konzept Wirkungen entfaltet. Heute möchte ich aber über einen anderen Aspekt reden. Wir sind uns nämlich auch darüber im Klaren, dass der Verkehr zwar notwendig ist für gesellschaftliche Teilhabe, für unseren Wohlstand, für unser wirtschaftliches Wachstum, aber natürlich auch mit dem Verkehr Belastungen für die Menschen verbunden sind, die an Verkehrswegen wohnen. Und hier brauchen wir Investitionen, um diese Belastung möglichst gering zu halten. Daher haben wir, es wurde heute schon mehrfach angesprochen, die Auslösewerte für den freiwilligen Lärmschutz gesenkt und an die Werte für die Straße angepasst. Denn den Menschen ist es relativ egal, wo der Lärm herkommt. Er stört sie und erwartet von uns, dass wir dagegen etwas tun. Bei Neubaustrecken machen wir das sehr effektiv. Sie haben mit Sicherheit auch bei Ihnen in den Wahlkreisen mit Menschen gesprochen, die diesen sogenannten vorsorgenden Lärmschutz bei Neubaumaßnahmen oder Ausbaumaßnahmen haben. Ich habe durchwegs sehr positive Rückmeldungen bekommen. Dort wird augenscheinlich sehr viel geleistet. Und für die Akzeptanz des ökologisch, sozial und ökonomischen so wichtigen Verkehrsträgers Schiene ist auch sowas entscheidend. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, besser werden müssen wir noch in den Fällen, in denen auch ohne Ausbau der Schienenverkehr zunimmt, und zwar so, dass sich der Lärm deutlich erhöht. Erste Schritte machen wir mit unserem freiwilligen Lärmschutz, mit der freiwilligen Lärmsanierung, mit der Absenkung der Auslösewerte. Aber auch bei der Umsetzung der freiwilligen Maßnahmen sehen wir noch Optimierungsmöglichkeiten.
Schließlich wollen wir im nächsten Jahr bis zu 150 Millionen Euro in diesem Bereich investieren, damit die Menschen an Bestandsstrecken besser vor Lärm geschützt werden. Und ich habe auch mit diesen Menschen gesprochen, und sie haben mir gesagt, dass bei der Umsetzung der Maßnahmen noch einiges getan werden kann. Und das sollten wir auch machen, denn wenn wir so viel Geld ausgeben, erwarten wir auch, dass es den gewünschten Effekt hat. Und darum haben wir unsere Richtlinien zu verändern. Hierbei meine ich nicht nur die Forschung in sinnvolle Lärmminderungstechniken. Da sind wir schon sehr weit, auch wenn nicht alle Projekte den gewünschten Effekt erzielen, wie zum Beispiel die verstärkten Schienenprofile haben nicht das gebracht, was wir uns erwartet haben. Aber zum Beispiel Schienensteigdämpfer sind sehr effektiv, und wir werden sie weiter einsetzen. Bei den diversen Bürgerbeteiligungsverfahren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, haben wir festgestellt, dass die Menschen durchaus bereit sind, auch bei steigenden Güterverkehren auf den Menschen Schienen das zu akzeptieren. Aber nur, wenn wir ihnen zusichern, dass wir sie ausreichend vor der Zunahme des Lärms schützen. Recht haben sie. Und gerade in diesem Bereich, auch durch internationale Verpflichtungen beim Ausbau der transeuropäischen Netze, wird es in den nächsten Jahren zu deutlichen Ausweitungen kommen. Und hier müssen wir uns ernsthafte Gedanken über die Ausgestaltung des Lärmschutzes in diesen Bereichen machen. Wir haben von der Pellmann-Kommission über die Dehre-Kommission bis zu Bodeweg in regelmäßigen Zyklen uns sagen lassen müssen, was wir für Versäumnisse in der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland getan haben. Für die Verkehrswege, die in Bundesverantwortung sind, können wir nun sagen, sowohl was die Höhe der Investitionen angeht, über die Rahmensetzung, über die klaren Prioritäten, wir schaffen eine echte Verkehrsnetzpolitik, meine Herren und Damen. Und dieser Haushalt ist ein wichtiger Schritt zu ihrer Verwirklichung. Herzlichen Dank. Nächster Redner hier in der Debatte zum Einzelplan 12 Verkehr und digitale Infrastruktur ist Matthias Gastel, Sprecher für Bahnpolitik für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren über den Einzelplan 12. Die 12 ist in der Mathematik eine erhabene Zahl. Für den Haushalt gilt diese Bezeichnung leider nicht. Herr Dobrindt, Ihre Bilanz als bayerischer Landesminister im Bundeskabinett ist leider alles andere als herausragend. Das Einzige, womit Sie sich als Minister beschäftigen, ist der Bereich der Straßen. Und wenn ich da mal den Bundesverkehrswegeplan rausgreife, da sind Sie gut damit gestartet, dass Sie gesagt haben, hier gibt es eine Priorisierung anhand von Sachkriterien ohne politische Einflussnahme. Sie haben das dann selber ad absurdum geführt mit Ihren Dutzenden von Baufreigaben, ohne dass deren Sinnhaftigkeit tatsächlich geprüft wurde. Und Sie haben vor allem Straßen auch in Bayern und in Ihrem eigenen Wahlkreis zum Bau ohne eine solche Prüfung freigegeben. Im Abgasskandal ist auch 2 Monate nach dem öffentlichen Bekanntwerden dieses Skandals unklar, ob diese Bundesregierung Maßnahmen für erforderlich hält. Da geht es nicht um das Wie bei Ihnen geht es immer noch um das Ob. Und das ist schon auch ein Skandal im Skandal. Herr Minister, damit sind Sie ein Risiko für den Automobilstandort in Deutschland. Sie klären nicht auf, sondern Sie sitzen aus. Sie verhindern und verschleppen technologische Innovationen, die dringend notwendig wären. Wo ist denn beispielsweise Ihr Elektromobilitätsgesetz, auf das schon so lange gewartet wird, aber auch andere Bereiche? Wir warten schon lange auf das Carsharing-Gesetz, um die Parkregulierung, die Vorrangregulierung für die Carsharing-Fahrzeuge endlich rechtssicher gestalten zu können. Da kommt von Ihnen nichts. Und wenn ich weitergehe in den Bahnbereich, sieht es leider genauso trostlos aus. Dieser Bereich ist gnadenlos unterfinanziert. Jede 20. Brücke
ist abbruchreif. Wir haben Engpässe, die zu Verspätungen im Personenverkehr führen, und Sie haben dafür keinerlei Lösung. Wo bleibt Ihr Eisenbahnregulierungsgesetz? Das ist längst überfällig. Die EU hat hier eine klare Vorgabe gemacht, bis wann es hätte da sein müssen. Sie werden sich um mindestens ein Jahr verzögern. So lange geht es nicht weiter, bei den Trassenpreisen Einhalt zu gebieten. So lange geht es auch nicht weiter, einen regulierten Wettbewerb zu haben, der auch funktioniert im Personenfernverkehr. Absoluter Stillstand bei Ihnen, genauso auch im Bereich Schienenlärm. Wir brauchen Maßnahmen, die schnell greifen für die Reduzierung des Schienenlärms, damit die Akzeptanz des Güterverkehrs steigt. Aber wir warten hier auch schon lange auf Ihr Gesetz. Wo ist das Gesetz, um die lauten Güterwagen zu verbieten? Sie werden Ihr Ziel, den Schienenlärm bis 2020 zu halbieren, gnadenlos verfehlen. Sie sind da sozusagen krachend gescheitert mit Ihren Zielsetzungen. Und auch im Fahrradbereich nicht besser. Immer mehr Menschen fahren Fahrrad. Sie haben hier aber kein Ziel. Sie haben hier auch keine Ideen, die Sie umsetzen können. In diese Lücke geht jetzt Umweltministerin Hendricks rein. Sie hat ein interessantes Papier vorgelegt, das wir von Ihnen erwartet hätten. Vorrang für den Fuß- und Radverkehr in den Städten, Vorrang für den öffentlichen Verkehr. Von Ihnen kommt nichts. Die Mittel für den Radwegebau stagnieren auf gekürztem Niveau. Herr Minister, Sie wären so gerne Minister für Mobilität, Sie stehen aber für nichts anderes als für Stillstand. Sie wären so gerne Minister für Modernität, Sie stehen aber für eine gescheiterte Verkehrspolitik von vorgestern. Sie haben keinen Plan, wie mit dem Abgasskandal umgegangen werden sollte. Sie haben keinen Plan dafür, wie auf die veränderte Mobilitätsweisen der Menschen reagiert werden kann. Sie haben keinen Mut, den Bundesverkehrswegeplan nach Sachkriterien anstatt nach politischer Einflussnahme aufzustellen. Und Sie haben keinen Mut, dem öffentlichen Verkehr und dem Radverkehr Vorfahrt einzuräumen. Ja, also Freunde werden die Bündnisgrünen und Alexander Dobrindt sicherlich nicht mehr. Nächster Redner jetzt hier für die CDU-CSU, Alexander Funk. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Gastel, das waren leider nur persönliche Angriffe auf den Minister ohne jegliche politische Substanz. Wenn Sie allein die Freigabe der Straßenbauprojekte angeben und unterstellen, da hätte es keine Prüfung gegeben, dann sieht man ja schon mal, wo Ihre Ideologie ist. Das ist eine seltsame Vorstellung, wie in Deutschland Straßenbauprojekte geprüft werden. Allein das Planungsverfahren ist wohl das umfangreichste Prüfverfahren weltweit. Und ich empfehle Ihnen, bei Ihrer Rede zwischendrin einfach mal ein wenig Luft zu holen und vielleicht auch vorher ein wenig nachzudenken. Wir haben hier Sie haben hier von erhabenen Zahlen gesprochen und eine unterirdische Rede gehalten. Meine Damen und Herren, wenn wir die Haushaltsdebatte mit dem vorigen Jahr vergleichen, dann fällt mir vor allen Dingen auf, dass dieses Jahr die schwarze Null kaum ein Thema war. Im vergangenen Jahr wurde immer noch die solide Finanzpolitik in den Mittelpunkt und das Erreichen der schwarzen Null, keine neuen Schulden, im Fokus gestanden. Und scheinbar ist so ein wenig schon Normalität eingetreten über diese solide Finanzpolitik. Ich halte das alles andere als normal, sondern eine hervorragende Leistung dieser Großen Koalition, auf die wir stolz sein dürfen. Insofern danke ich sowohl dem Finanzminister als auch den Haushältern, dass sie daran festhalten, keine neuen Schulden und damit auch zukünftigen Generationen den Handlungsspielraum zu lassen. Wir haben in dieser Woche alle Einzelpläne gehört und alle haben konkrete Antworten auf die konkreten Herausforderungen gegeben. Alle haben unsere solide Finanzpolitik dokumentiert, dass wir die Herausforderungen annehmen. Und trotzdem behaupte ich, das Beste kommt zum Schluss, der Verkehrsetat ist der Zukunftsetat. Es ist der Etat, der die Weichen für unsere wirtschaftliche Zukunft stellt. Das zum einen natürlich eine funktionierende Infrastruktur, und das wurde heute in der Debatte ja schon häufiger angesprochen, wie wir
trotz der schwarzen Null zusätzliche Mittel bereitstellen, um unser Straßennetz, aber auch das Schienennetz zu modernisieren, zu erhalten. Ganz klare Priorität setzt auch Erhalt von Neubau. Aber so gut die zusätzlichen Mittel im Verkehrsbereich sind, so wichtig ist es auch, dass die jetzt effizient und zeitnah umgesetzt werden. Und da erinnere ich an die Debatte bei der Einbringung des Haushalts und an die Diskussion zwischen Herrn Fahrt und Frau Hagedorn um das Thema Infrastrukturgesellschaft des Bundes. Es ist natürlich wichtig, dass die Länder baureife Projekte voranbringen. Ich möchte zu der Debatte einfach drei Gedanken beisteuern. Zum einen, dass natürlich finanzschwache Länder zunehmend Probleme haben, auch die baureife Projekte voranzutreiben. Wenn im Sommer diese mehrmals genannten 2,7 Milliarden Euro für baureife Projekte freigegeben wurde, muss ich als Vertreter aus dem Saarland sagen, leider war kein saarländisches Projekt dabei, weil im Saarland kein baureifes Projekt vorhanden ist. Und ich lade Sie gerne mal zu einer Wanderung ins Saarland ein. Und ein Punkt sind natürlich auch die Planungskosten, die durch den Bund erstattet werden. Auch da gibt es eine Diskrepanz. Die Deutsche Bahn 19% der Planungskosten erstattet bekommt und die Länder lediglich 3%. Dann sollte man auch an dieser Stelle einmal darüber diskutieren, ob da nicht eine Anpassung sinnvoll wäre. Und drittens möchte ich den Präsidenten des Bundesrechnungshofs von vor 10 Jahren an der Stelle zitieren, der schon vor 10 Jahren kritisiert hat, dass die Straßenbauverwaltungen mangelnd effizient arbeiten, und hat vorgeschlagen, dass eine Aufgaben- und Kostenverantwortung auf eine staatliche zentrale Ebene geschaffen werden sollten. Und konkret, dass die vollständige Verantwortung für Planung, Bau und Unterhaltung beim Bund für die Bundesautobahn ist und im Gegenzug die Länder die vollständige Verantwortung für die Bundesstraßen übernehmen sollte, zumal seit 1950 das Autobahnnetz sich versechsfacht hat und damit die Bedeutung für den überörtlichen Verkehr bei den Bundesstraßen in den Hintergrund getreten ist. Das sind Überlegungen, über die man nicht mehr lange diskutieren sollte, eine Debatte schon über 10 Jahre geht, sondern es muss endlich eine Entscheidung in dieser Frage her. Der Einzelbahn steht aber nicht nur aus der Straßeninfrastruktur, sondern ist ein Schwerpunkt, wo wir in die Zukunft investieren und damit die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Wohlstand in wenigen Jahren schaffen. Das sind die Forschungsgelder für neue Antriebstechnologien, das ist der Ausbau der Elektromobilität durch neue Ladestationen. Und es ist auch das bereits angesprochene automatisierte Fahren und die Teststrecke erneuern. Ein ganz wesentlicher Punkt ist der Breitbandausbau. Schnelles Internet, ja, das ist unser Ziel. Und rund 2,7 Milliarden Euro stellen wir zur Verfügung, 2 Milliarden vom Bund im kommenden Jahr. Jetzt habe ich ja bei den Grünen festgestellt, der Internetseite, dass sie da so ein bisschen Klamauk machen, dass man jetzt testen kann, wie schnell die Internetverbindung zu Hause ist oder wie langsam sie ist. Aber das löst ja nicht das Problem. Wir brauchen Ideen, wir brauchen Konzepte, wie wir schnelles Internet in die Fläche bringen und nicht nörgeln, zweifeln und den Klamauk, den Sie hier machen. Und das ist der Unterschied zwischen den Grünen und das, was die Große Koalition leistet. Wir handeln in diesem Bereich. Wir haben jetzt ein Förderprogramm aufgelegt. Die Richtlinien sind klar. Und wir helfen den Ländern und Kommunen, den Breitbandausbau voranzutreiben. Und es darf sehr wohl die Frage gestellt sein, was Sie in Ihren Ländern, wo Sie Verantwortung tragen, in diesem Bereich machen. Aber die Digitalisierung ist kein Klamauk, kein Selbstzweck, sondern, wie bereits erwähnt, es entscheidet über unsere wirtschaftliche Zukunft. Und schon heute können wir feststellen, dass Wertschöpfung in Deutschland verloren geht. Nehmen wir mal an dieser Stelle das Beispiel von meinem Wahlkreisbüro. Früher konnte ich immer sagen, dass es liegt über dem Schuhgeschäft.
Mittlerweile gibt es das Schuhgeschäft nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen schon alles im Internet Schuhe gekauft hat. Ich weiß nicht, wer bei Ihnen schon im Internet Schuhe gekauft hat. Es darf natürlich auch jedem überlassen bleiben. Aber Fakt ist, dass früher der Immobilienbesitzer des Schuhgeschäftes indirekt bei den Schuhen mitverdient hat. Mittlerweile gibt es einen großen Schuh-Internethandel, die Millionen, mehrere hundert Millionen Euro jedes Jahr überweisen an einen Suchmaschinenanbieter dafür, dass, wenn ich dort Schuhe eingebe, dann bei diesem Internethandel rauskomme. Wir sehen der Verlust der Wertschöpfung. Denn früher hat der Immobilienbesitzer in meinem Wahlkreis noch gekauft, aber der Internetanbieter kauft im Zweifelsfall nicht in Deutschland, sondern im Ausland, mehrere hundert Millionen Euro Wertschöpfung verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den digitalen Anschluss nicht verlieren, dass wir im Bereich Industrie 4.0, wo Maschinen miteinander kommunizieren, vorangehen und nicht in Zukunft noch mehr Wertschöpfung ins Ausland verlagert werden durch Lizenzgebühren, die unsere Unternehmen dann vielleicht an Softwareanbieter ins Ausland überweisen müssen. In den USA gibt es ein Modellprojekt, wo Glasfaser in jedes Haus gebracht wurde. Das hat zur Folge gehabt, dass es dort ein regelrechter Boom an Start-ups gegeben hat. Und genau das ist es, was wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen keine Miesmacher, wir brauchen keine Leute, die alles zerreden, wir brauchen keine Leute, die sich lustig machen über die Breitbandstrategie, sondern wir brauchen einen Wettbewerb an Ideen, wir brauchen neue Unternehmer, die sich etwas zutrauen und die zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Dieser Haushalt bildet die Grundlage dafür und daher danke ich allen, die daran mitgewirkt haben. Sagt Alexander Funk hier in der Aussprache zu Verkehr und digitale Infrastruktur. Letzter Tag der Haushaltswoche. Einzelplan 12 wird beraten und nächste Rednerin von den Grünen, Tabea Rösner, spricht für Medien und digitale Infrastruktur. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister Dobrindt, Sie haben das schon erkannt, ich habe mich mal versucht, in Sie hineinzuversetzen. Da wird man Bundesminister und geht mit einer steilen Ansage nach draußen, 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 flächendeckend. Und anders als bei allen anderen Ansagen Ihrer Vorgänger nimmt man sie sogar plötzlich ernst und man erwartet, dass Sie es umsetzen. Und Geld hatten Sie anfangs ja auch keines dafür. Und die Wirtschaftsunternehmen in ihrer Netzallianz sind nun auch nicht mehr so richtig begeistert von ihren schneidigen Ankündigungen. Da wird man vom Held im strahlenden Anzug auch ganz schnell zum Ritter von trauriger Gestalt. Denn seien wir mal ehrlich, und das ist wahrlich kein Klamauk, Herr Funk, Sie verbocken gerade den Breitbandausbau in Deutschland. Ihre 2 Milliarden für die Förderung kommen nur peu à peu. Und ein Teil des Geldes ist nicht mal gegenfinanziert. Ihr Förderprogramm, an dem Ihr Ministerium so lange gearbeitet hat, dass es bis 2018 wirklich eng wird, ist viel zu kurz gegriffen, ohne vorherige Bedarfsanalyse. Und, das ist das Schlimmste, es kann den Breitbandausbau sogar zurückwerfen. Das sagt jedenfalls der Bundesrechnungshof. In einem absolut vernichtenden Bericht heißt es, dass Sie, Zitat, Haushaltsmittel in Milliardenhöhe für den Breitbandausbau anmelden, ohne vorher den tatsächlichen Mittelbedarf zu erheben. Zitat Ende. Und bei Ihrem 2 Milliarden Förderprogramm hätte sich Ihr Ministerium vorher keinen Überblick über die notwendigen Ausbaumaßnahmen verschafft. Sprich, Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und noch eine Kritik des Bundesrechnungshofs. Sie hätten nicht geprüft, ob innovative oder etablierte Übertragungstechnologien gefördert werden sollen.
also Glasfaser oder Kupfer. Und jetzt kommen meine zwei Lieblingssätze aus dem Bericht. Zitat: Abgesehen werden sollte von technischen Varianten, deren Übertragungsquoten in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen. Wegen neuerlichen Investitionsbedarfs könnten diese Varianten den Bundeshaushalt in Kürze zum zweiten Mal belasten und insgesamt zu höheren Ausgaben führen. Da hat der Bundesrechnungshof mal eben Ihre Breitbandförderkriterien genommen und sie Ihnen links und rechts um die Ohren gehauen, Herr Minister. Denn genau das ist ja das Problem. Mit der Ausgestaltung der Förderkriterien werden zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen wie Glasfaser de facto benachteiligt. Stattdessen versenkt der Minister 2 Milliarden in Kupfer und Vectoring, rückwärtsgewandte Förderpolitik für rückwärtsgewandte Technologien. Die Bedarfe werden steigen, und die 50 Mbit werden nur eine Wegmarke sein. Wir sagen: Investieren in die Zukunft und Geld in den Glasfaserausbau. Ja, Glasfaserausbau. Wir sind ja immerhin lernfähig. Und wenn Sie schon alte Parteiaussagen zitieren, lieber Herr Dobrindt, wie sieht es denn mit dem Wahlplakat der CSU aus dem Jahr 1949 aus, auf dem stand: Vertriebene, eure Not ist unsere Sorge, gemeinsam schaffen wir das. Davon sehe ich dieser Tage nicht viel bei der CSU. Das nur nebenbei. Also, Glasfaser, verkaufen Sie die Telekom-Aktien und gründen Sie mit den 10 Milliarden eine Bundesbreitbandgesellschaft. Gemeinsam mit den Kommunen können wir so die passive Infrastruktur ausbauen, finanzieren und verpachten. Und dann kommt von dem Geld sogar wieder was zurück. Ich weiß, Sie und Ihre Kollegen werfen uns Grünen ja immer vor, wir seien kleinkariert. Aber wir im Gegensatz zu Ihnen wollen das große Karo. Vielen Dank. O Tochter Zion, damit meine ich nicht Tabea Rösner, sondern das, was der Chor des evangelischen Johannesstifts gerade draußen in den Gängen gesungen hat. Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie, hat dort der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth einen Wichernkranz übergeben. Das ist eine Art Adventskranz von Herrn Wichern, der Anfang des vorletzten Jahrhunderts diesen Kranz für jeden Tag eine Kerze entzündete und eine dicke Kerze für den Advent. Das Ganze ist ja zu Hause meistens dann nur noch auf 4 Kerzen reduziert. Nächster Redner hier, wieder im Plenarsaal und nicht ganz so christlich, Andreas Rimkus von der SPD. Beherzter als zuvor den Herausforderungen der ökologischen Wende auch und gerade im Mobilitätsbereich stellen. Ich finde, dafür haben wir mit dem vorgelegten Haushalt einen wichtigen Grundstein gelegt. Mit den Mitteln für Zukunftsinvestitionspaket setzen wir ein wichtiges Signal für den Erhalt und Ausbau unserer guten Infrastruktur, und zwar nicht nur des Betons, sondern auch in der Frage des technischen Fortschritts. Unsere gemeinsamen Klimaziele mahnen uns nicht auf Wunder zu warten, sondern entschlossen zu handeln. Wenn wir 2020 die Treibhausgasemissionen um gut 40% reduzieren wollen, wenn wir im Verkehrssektor mindestens 7 Millionen Tonnen CO2 einsparen wollen, wenn wir 2020 einen Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer erreichen wollen, dann brauchen wir die Energiewende im Verkehr nicht morgen, sondern heute. Dann kommen wir auch nicht drum herum, neben der Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise beim Aufbau von Ladesäulen und beim Laden, weitere fiskalische Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ich kann sagen, vieles haben wir schon erreicht. Mit den Schaufenstern, Modellregionen haben wir tolle Projekte im Bereich der Elektromobilität angestoßen. Mit dem nationalen Innovationsprogramm haben wir ein Programm etabliert, das Leuchtturmprojekte im Bereich der Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie vorantreibt. Wir haben es nicht nur geschafft, das NIP 1 auszufinanzieren, sondern auch die Voraussetzungen, liebe Bettina Hagedorn, im Haushalt für 2016 und im Finanzplan bis 2019 zu schaffen. Dieses tolle Programm wird also weitergeführt mit einem NIP 2 für die Marktdurchdringung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie erfolgreich begleitet. Das ist nicht nur eine Huldigung der bereits erreichten Dinge, sondern vor allen Dingen ein Bekenntnis zu Technologieoffenheit und Mobilitätssektor.
Grundlage für den Erfolg dieser Aufgabe wird es nämlich sein, eine zuverlässige und auskömmliche Finanzierung von Förderprojekten im Bereich der Elektromobilität zu schaffen. Ob allerdings der Energie- und Klimafonds diese Verlässlichkeit bietet, wage ich auch heute zu bezweifeln. Wie der Rechnungshof schon im März 2014 feststellte, ich zitiere, nicht geeignet ist er, um die politisch gewünschten zusätzlichen Ausgaben für die Energiewende und den Klimaschutz dauerhaft und verlässlich zu finanzieren. Darüber werden wir weiter offen reden müssen, denn wir haben ja alle ein gemeinsames Interesse an der erfolgreichen Weiterführung der laufenden Projekte. Wir müssen die Elektromobilität etablieren. Wir brauchen, ausgehend davon, dass die Kommunen zum einen selbst Fuhrparke und Fahrzeugflotten betreiben und zum anderen für die Mobilitätsplanung vor Ort zuständig sind, weitere Maßnahmen, um die Marktdurchdringung von Elektromobilität voranzutreiben. Ich begrüße deswegen ausdrücklich, dass wir mit der Richtlinie auch Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fördern werden, denn ich bin sicher, dass der heutige technologische Stand nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich danke besonders meinem Kollegen Arno Klare. Nicht nur, weil ich ihm ja gerne danke, sondern weil er immer wieder anmahnt, in der Debatte ohne Denkverbote voranzugehen. Und gerade im Vorfeld der Weltklimakonferenz, finde ich, ist es notwendig. Und ja, lassen Sie uns reden über Beschaffungsrichtlinien, Quoten, Anreizprogramme, Tank- und Ladeinfrastruktur. Und wenn nicht irgendwann, sondern jetzt, nicht in ferner Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr habe ich Sie im Plenum eingeladen, mitzuarbeiten an dieser Geschichtsschreibung, an dem Narrativ. Mache ich auch heute. Ich frische die Aufforderung auf und freue mich über jeden Mitstreiter, der Lust und Laune hat, daraus eine Erfolgsgeschichte zu machen. Vielen Dank und schönes Wochenende. Aber bis zum Wochenende, da dauert es noch ein bisschen. Nämlich zunächst muss ja dieser Etat hier beraten werden. Nachher gibt es auch noch die Schlussberatung und dann die Schlussabstimmung des Haushaltes 2016. Nächster Redner jetzt von der CSU, Ulrich Lange, Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Modernität und Mobilität in diesem Land energisch mit dem Investitionshochlauf vorangetrieben. Oh, lieber Kollege Klaus, aber er ist ja schon aufgewacht. Herzlichen Dank, lieber Bundesminister, lieber Alexander Dobrindt, für diese hervorragende erste Halbzeit dieser Legislaturperiode. Liebe Kollegin Tabea Rösner, die digitale Infrastruktur. Da kann ich mich erinnern, dass die Opposition erst die ganze Zeit gemeckert hat, dass kein Geld da ist. Jetzt sind 2,7 Milliarden da, 2 Milliarden vom Bund. Und jetzt meckern Sie, dass man nicht in der Lage ist, 2 Milliarden jetzt auszugeben, wo Sie die ganze Zeit nach dem Geld gerufen haben. Das ist inkonsequent. Das ist unehrlich und das passt auch nicht zu dem, was Sie in den Ländern sagen. Und ich bin schon überrascht, von welchem Branchenlobbyingverband Sie sich Ihre Rede haben aufschreiben lassen. Das ist ja wohl wirklich nicht nachzuvollziehen. Sie haben wohl das Scoring-Modell nicht gelesen. Schauen Sie doch mal in die Gewerbegebiete. 1 Gigabit. Geht das nur mit Glasfaser? Das geht mit Glasfaser. Ansonsten technologieoffen. Wir sollten an dieser technologieoffenen Art festhalten. Das Förderprogramm ist zunächst dafür da, den ländlichen Raum zu stärken, dort, wo wir die weißen Flecken haben. Genau diesen Ansatz verfolgen wir, und das werden wir gemeinsam tun. Der erste Förderaufruf ist gestartet. Es kann losgehen. Und ich kann nur Sie, liebe Grüne, dort, wo Sie in den Ländern mitregieren, auffordern, genau so zu handeln, wie Sie hier reden. Es passt nicht zusammen, in den Ländern das Geld so nicht bereitzustellen, nicht mitzumachen und hier dann zu fordern und nichts zu tun. Verkehrsinfrastruktur stark, transparent und verantwortungsvoll. Wir stärken sie auch mit diesem Haushalt weiter. Wir haben konsequent die Mittel erhöht. Wir haben auch heute wieder gehört vom Bundesminister,
den Hochlauf für die Brückensanierung. Auch hier, lieber Kollege Gastel, wenn die Brücken nicht geplant sind und kein Baurecht für die Brücken besteht, kann man sie nicht sanieren. Hier sind schon sehr wohl auch andere gefordert, endlich in die Puschen zu kommen. Und deswegen ganz klare Ansage, die Brücken, die Baurecht haben, werden saniert. Wir stehen als Große Koalition zu diesem Wort unseres Ministers. Wir sichern den Wirtschaftsstandort. Und auch hier noch mal ein klares Bekenntnis und ein klares Ja. Wir sind Automobilland Nummer eins. Und wir wollen und werden Automobilland Nummer eins bleiben, trotz der Automobilverweigerung von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und genau an diesem Punkt, an dem Sie vorhin dem Minister vorgeworfen haben, er würde nicht handeln, war er es der Erste, der hier auch bei VW eine Untersuchungskommission eingesetzt hat. Hier wird aufgeklärt, zügig und lückenlos. Das ist echtes Krisenmanagement. Und, lieber Kollege Gastel, Sie sitzen so vorne und Sie regen sich so schön auf. Darf ich Ihnen mal Ihren eigenen Ministerpräsidenten Kretschmann zitieren? Der sagt zu unserer Automobilindustrie, sie ist die Halsschlagader für den Wohlstand unseres Landes. Winf Kretschmann, Ihr Ministerpräsident zur Automobilindustrie, der ist deutlich weiter wie Sie. Der ist deutlich weiter wie Sie. Sie schreiben ein Programm von 87. Er hat zumindest das ein oder andere begriffen. Und genau deshalb auch das Testfeld auf der A9. Genau deshalb das digitale Testfeld für autonomes Fahren, weil wir uns weiterentwickeln wollen in dieser Gesellschaft, weil wir Mobilität weiterentwickeln wollen in dieser Gesellschaft. Und dafür werden wir auch weiterhin Straßen bauen. Wer keine Straßen baut, bleibt stehen. Wir sind nicht die Mobilitätsbremser eines Winnie Herrmann, der ja dann am Ende auch die Spatenstiche und Verkehrsfreigaben in Baden-Württemberg macht. Und auch hierzu, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal ein ganz klares Wort. Sie vergessen immer wieder, dass der Bundesverkehrswegeplan 2003 ein rot-grüner Bundesverkehrswegeplan ist, den wir gerade umsetzen. Das ist geltendes Recht. Fordern Sie uns etwa zum Rechtsbruch auf, indem wir ihn nicht mehr umsetzen würden. Das wäre das Moratorium. Das werden wir nicht machen. Wir werden diesen Stillstand im Straßenbau, den Sie erwarten, nicht mitgehen. Deswegen waren die Verkehrsfreigaben und die Baufreigaben die einzig richtige Antwort. Fortsetzung des derzeit laufenden Bundesverkehrswegeplans bis zum Neuen. Sowohl als auch. Wir hatten ja auch zum Glück noch Verkehrsfreigaben. Sie fordern die Stärkung des Verkehrsträgers Schiene. Ich kann mich nicht erinnern, seit der Bahnreform, dass eine Bundesregierung derart viel für den Verkehrsträger Schiene gemacht und eingebracht hat. Regionalisierungsmittel, 150 Milliarden, LUF, 28 Milliarden, Planungsstufen 3 und 4, damit auch die Bahn nicht jedes Mal kommen kann und sagen, wir würden ja gerne, wenn es Geld gibt, aber wir können nicht, weil wir nicht geplant haben. Genau das ist vorausschauende Verkehrspolitik für den Verkehrsträger Schiene. Und ich glaube, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Ja, wir sorgen mit diesem Einzelplan 12 auch diesmal für mehr Transparenz. Auch das ist uns wichtig, nicht nur mit dem FIFT-Gesetz der letzten Woche, sondern auch im Einzelplan selber. Die Darstellung der Verkehrsüber
greifenden Anlagen macht deutlich, wo, wann, was ausgegeben wird. Mehr Klarheit und eine bessere Übersicht über die Projekte. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Die Neuauflage des Programms EasyTech ist schon angesprochen worden. Wir sorgen für einen besseren Datenaustausch in den Logistikketten zwischen den Verkehrsträgern. Nicht blockieren, nicht bremsen und kritisieren, sondern tatkräftig innovative und zukunftsfähige Technologien fördern. Das ist unser Ansatz in diesem Haushalt. Die Herausforderungen bleiben groß. Der Investitionshochlauf ist in vollem Gange. Wir freuen uns auf eine gute zweite Halbzeit. Wir freuen uns auf ein, ich sage das so offen, erfolgreiches zweite Hälfte der Legislaturperiode. Wir schaffen und wir stärken Infrastruktur. Dankeschön. Sagt Ulrich Lange. Und was man auch selten hat beim Einzelplan 12 Verkehr und digitale Infrastruktur, ist ein derartiger Zulauf hier an Bundestagskollegen. Das wird sicherlich auch Stefan Zierke genießen. Der letzte Redner in dieser Debatte von der SPD vor so einem großen Plenum hat er sicherlich auch noch nicht gesprochen, denn er ist erst die erste Legislatur hier im Hohen Hause. Und es liegt daran, dass es hier gleich eine namentliche Abstimmung gibt. Dazu erzähle ich Ihnen gleich mehr. Aber stagnieren geht bei mir als Wort etwas anders im Kopf um. Vielleicht können ja, nein, wir versuchen es mal mit einer Kombination aus leiser im Plenum und ein bisschen lauter am Pult. Das wäre ja vielleicht auch mal ein Weg. Vielen ja? Dank. Vielleicht rechnen wir zusammen ein bisschen. Wir sind in die Koalition eingestiegen mit 60 Millionen für den Haushalt Verkehrswege Infrastruktur Rad. Wir sind heute mit dem jetzigen zu verabschiedenden Haushalt bei ca. 100 Millionen. Sehr geehrter Herr Gastel, was heißt da stagnieren? Sind 40 Millionen Euro stagnieren in Ihrer Sicht? Richtig ist, dass wir von 100 Millionen unter Schwarz-Gelb auf 60 Millionen gekürzt haben. Das haben aber nicht wir gemacht, das haben andere Kollegen gemacht. Von daher steht die SPD beim Thema Radverkehr klar zu dem Thema Rad. Und wir haben erhöht, 40 Millionen ist eine Summe, die, glaube ich, wirklich eine gute Summe ist. Da geht noch mehr. Und was die SPD noch gemacht hat, Herr Gastel, das haben Sie auch sehr schön gesagt. Wir haben nämlich in einem anderen Haus, wo auch eine SPD-Ministerin ist, nämlich unsere liebe Frau Barbara Hendricks, haben wir ein Programm aufgelegt, was auch dem Radverkehr in Städten zugutekommt. Auch das ist ein gutes Programm. Und da sollte auch dieses Verkehrsministerium sich wirklich dran halten. Was in anderen Häusern geht, sollte auch in dem Ministerium für Verkehr gehen. Radverkehr ist eines der wichtigsten Projekte, die wir zukünftig umzusetzen haben. Die schönsten Radwege Deutschlands gehen an Flüssen. Das sagt der ADFC, das haben die Umfragen gebracht. Meine Sorge ist, dass wir gerade bei den Nebenwasserstraßen vielleicht eine Entwicklung erfahren, die nicht unbedingt dem Tourismus gut tut. Wir reden heute viel von den Hauptverkehrswasserwegen, aber wir reden nicht über die sonstigen Wasserstraßen und die Nebenwasserstraßen, die gerade im ländlichen Raum eine hohe Wertschöpfung im Bereich Tourismus haben. Nicht nur landseitig, sondern auch gerade auf dem Wasser. Viele muskelbetriebene und auch motorbetriebene Freizeitsportler bringen den Regionen Umsatz und somit auch Wertschöpfung und Wohlstand. Sehr geehrter Herr Dobrindt, ich freue mich auf das Wassertourismuskonzept. Sehr geehrter Herr Dobrindt, ich freue mich auf das Wassertourismuskonzept, was hoffentlich wirklich den ländlichen Regionen auch zukunftsweisend touristische Wertschöpfung auch auf den Nebenwasserstraßen zukünftig bringen wird. Und im nächsten Jahr, hoffe ich, werden wir da sicher Gelegenheit haben zu diskutieren. Um genau diese touristischen Wasserwege oder die touristischen Radwege zu erreichen, ist es immens wichtig, dass wir den ÖPNV stärken. Weil die meisten, die naturnahen Urlaub machen, reisen nicht mit dem Auto an, sie wollen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auch hier sehe ich noch eine große Baustelle, gerade weil der Kollege Lange angesprochen hat, die Regionalisierungsmittel.
aufzuwerten, dass die Regionalisierungsmittel aber auch wirklich da aufgewertet werden, dass ÖPNV auch in ländlichen Regionen zukünftig stattfinden kann. Nicht, dass die Regionalisierungsmittel aufgewertet werden und andere Regionen vielleicht sogar verlieren dadurch. Und das, was wir uns alle immer auf den Fahnen schreiben, weniger Straße, mehr Schiene, genau umgedreht wird, weil diese Regionen sind dann, wenn wir hier kürzen, nur noch über den Straßenweg zu erreichen. Und ich glaube nicht, dass das unser gemeinsames Ziel ist. In dem Sinne also freue ich mich auf die Diskussionen der Regionalmittelverteilung im nächsten Jahr und hoffe, dass auch da der Minister Dobrindt ein Wort für die ländlichen Regionen einlegt und dementsprechend auch die Regionalisierungsmittel dorthin weiter fließen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent.